Hallo Freunde, willkommen zu einem kleinen Infovideo betreffs Katawa Shoujo. Ja, es ist nicht nur ein kleines Infovideo, es ist auch ein kleines Rückfragenvideo. Ja, um kurz das zu sagen, was wir hier jetzt sehen, ist natürlich die Vollversion von Katawa Shoujo. Wir haben ja bisher nur die Demo-Version gespielt, beziehungsweise die Version, die nur den ersten Akt enthält. Weil diese Version die einzige ist, die es auch mit deutschem Text gibt. Ja. So, ich werde jetzt mal kurz hier in die Extras gehen. Ich habe hier Galerie, Library. Hier haben wir Galeriebilder. Ich mache jetzt nochmal dieses hier an. Ja, worum geht es? Es geht darum, wir haben ja heute, habe ich ja bereits auch schon den ersten Part von der Emi-Route hochgeladen. Und morgen wird dann der zweite und letzte Part der Emi-Route, wo ich die Emi-Route halt in Akt 1 abschließe, hochgeladen werden. Alle Fragen, die ich euch jetzt in diesem Video stelle, sind unter anderem auch enthalten am Ende des zweiten Partes der Emi-Route, die morgen hochgeht. Das heißt, es wird aber auch noch mehr Infos hier in diesem Video geben, sodass es sinnvoller ist, wenn ihr alle meine Fragen, es wird eigentlich nur eine sein, glaube ich, wenn ihr das hier in diesem Video beantwortet und mir unter die Kommentare schreibt und dann braucht ihr das in dem Video morgen gar nicht mehr zu machen. Ja, worum geht es jetzt also? Es geht darum, die Emi-Route ist fertig. Im ersten Akt, die haben wir ja durchlaufen, nachdem wir das Bettende hatten. Ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll. Jetzt geht es darum, ob ich die Emi-Route gleich direkt im Anschluss weitermachen soll. Mit Akt 2 und Akt 3 und Akt 4. Ich glaube, 4 war das Maximum, was es gab. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Würde bedeuten, wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, in Akt 2 mit Amy. Und halt auf Englisch. Aber da haben ja und meine beiden Hauptkommentarschreiber, Etokles85 und Killarus, die haben ja beide gesagt, ihr habt ja beide gesagt, auf Englisch ist kein Problem für euch. Ich könnte das eben halt auch nicht übersetzen, weil es einfach, ja, verstehen größtenteils schon, übersetzen, es wird einfach zu friemelig und dann wird es auch einfach zu nervig auf Dauer. Ich würde es auch nicht jetzt groß zusammenfassen oder so, ich würde einfach vorlesen, ab und zu was dazu sagen, dann seht ihr auch, dass ich es verstanden habe, eventuell, oder ich sage auch mal, wenn ich was nicht verstanden habe. Ihr könnt dann entweder mitlesen oder nur meinen Text hören. Ich muss da gleich dazu sagen, vorab, meine Englisch-Aussprache geht zwar, aber kleinen Moment, hier klingt gerade mein Telefon, Moment. So, ja, da bin ich wieder. Also, meine englische Aussprache ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung, allerdings auch nicht bei weitem nicht perfekt. Aber ich hoffe mal, das ist für euch auch okay. Da kann man sich dann natürlich schon doch mal etwas häufiger verhaspeln beim Vorlesen, als jetzt, wenn man Deutsch vorliest, sage ich mal. Darauf müsstet ihr euch schon gefasst machen und ein bisschen Verständnis haben. Dann, ja, was wollte ich noch loswerden? Ja, das Wichtigste ist jetzt, also wie gesagt, das mit dem Englisch ist das eine Problem. Ja, genau. Ich verhaspel mich jetzt auch schon wieder. Also, zuerst mal möchte ich von euch wissen, soll ich jetzt direkt mit der Amy-Route weitermachen mit den nächsten Akten? 2, 3, 4 und so. Oder wollt ihr, dass ich jetzt jede einzelne Route von jedem Mädchen nochmal im ersten Akt angehe und dass wir erstmal jede Route im ersten Akt haben? Also sinnvoller halte ich eigentlich schon, dass wir direkt weitermachen, aber das überlasse ich euch. So, dann haben wir noch ein zweites Problem, sag ich mal. Wenn wir jetzt die weiteren Akte machen, haben wir noch ein zweites Problem und dieses Problem, das. Ach, jetzt kann ich hier, wenn ich hier drücke, geht das Bild, das hätte ich ja gleich machen können. Das zweite Problem, das
zeige ich euch jetzt mal. Und zwar geht es darum, hier gehen wir mal in die Options. Hier, jeder von euch weiß sicherlich, was das heißt, wer Englisch kann. In diesem Spiel gibt es eben auch, ich sage jetzt einfach mal Spiel, weil ihr wisst ja, was gemeint ist. Es ist halt auch ein Eroge, das heißt, es gibt Erotik bzw. Sexszenen auch in, ja, im weiteren Verlauf des Spiels zu sehen. Dazu ist erstmal Folgendes zu sagen. Natürlich auch aufgrund der Thematik mit den Behinderungen und so weiter, haben die das aber doch relativ, wie soll ich sagen, also sie haben es sehr gefühlvoll und etwas gemäßigt umgesetzt, sag ich mal. Es wird auch nicht zu irgendwelchen, mit irgendwelchen harten Worten um sich geschmissen oder sowas in der Richtung. Also das ist jetzt bei Weitem kein Porno, Hardcore-Porno oder sowas in der Richtung oder Hentai, wenn man das auf Anime bezieht. Es sind aber eben doch tatsächlich ja eindeutige Sachen zu sehen, sag ich mal. Ja, und das Problem ist zum einen, das erste Problem besteht darin, ich könnte diese Sachen abschalten. Hier, wenn ich hier den Haken setze, könnte ich das einfach abschalten. Das Problem dabei ist, wenn ich es abschalte, sage ich mal, dann werden die entsprechenden Szenen einfach komplett übersprungen, soweit ich das nachgelesen habe. Ich habe mich erstmal ein bisschen schlau gemacht, weil ich das natürlich selber nicht gespielt habe mit Abschalten dieser Szenen, ist klar. Also, wenn wir das abschalten würden, würde das komplett übersprungen werden. Und das Problem dabei wäre dann, dass ja, man quasi, wie wenn man ein Buch liest und plötzlich 5 bis 10 Seiten überspringt, dann rafft man auch nicht mehr so ganz hinterher, was war jetzt eigentlich gewesen und wieso ist das jetzt so und so. Also, das würde eigentlich die Handlung ein bisschen kaputt machen, auf Deutsch gesagt. Ja, um es mal so auszudrücken. Deswegen ist das für mich eigentlich fast keine Option, das auszuschalten. Ich würde es ausschalten, wenn alle von euch sagen würden, schalt es aus, wollen wir nicht haben, sowas. Dann würde ich es machen, aber ich bin eigentlich dagegen. Das zweite Problem ist jetzt allerdings, schalte ich es nicht ab, dann und würde das dann so hochladen, gäbe es halt Probleme mit YouTube, beziehungsweise die Videos würden mir gesperrt werden. Oh, und im schlimmsten Fall würde ich auch noch Verwarnungen bekommen. Muss nicht sein. Ja. Was wir da machen könnten, was ich machen könnte, wäre, ich müsste halt diese Szenen entsprechend selber zensieren. Ist jetzt nicht das allergrößte Problem, ist ein bisschen mehr Arbeitsaufwand beim Bearbeiten der Videos, aber eigentlich auch nicht so schlimm und es ist auch nicht bei, kommt ja dann auch nicht bei Weitem in jedem Video vor. Von daher also absolut kein Thema. Das wäre für mich persönlich auch die Maßnahme, die ich am ehesten jetzt für sinnvoll halten würde. Also meine Meinung wäre, wir schalten das Ganze nicht ab, weil wir sonst würden wir wirklich auch Teile der Story verpassen, wie die Beziehungen sich entwickeln. Pipapo. Das wäre schlecht. Deswegen wäre meine Entscheidung, das anzulassen und das entsprechend zu zensieren, damit ich keine Probleme hier bekomme bei YouTube. Ja. Solltet ihr aber allerdings alle anderer Meinung sein, dann würde ich mich darauf einlassen, das eben nicht zu tun, beziehungsweise das abzuschalten. Also das nicht abzuschalten und dann das trotzdem hochzuladen, ist klar, das mache ich natürlich nicht, weil dann ja, bin ich wahrscheinlich irgendwann weg von YouTube. Ne? Das wollen wir ja nicht. So, also, das dazu. Das heißt, ich brauche jetzt von euch die Rückmeldung. Wäre das für euch in Ordnung, so wie ich es jetzt vorgeschlagen habe, mit dem drinlassen und zensieren? Oder wollt ihr es unbedingt weghaben? Aber wie gesagt, dann wäre die Story etwas kaputt, meiner Ansicht nach. Und das fände ich wirklich nicht so gut. Ja. Also, das ist jetzt dennoch eure Entscheidung. Allerdings nur, wenn jetzt alle sagen, das soll ich nicht machen. Dann würde ich es nicht machen, allerdings, wie gesagt, nur bei einer einmütigen Entscheidung. Ansonsten mache ich es so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dass ich dann eben ja, das zensiere und so weiter. So, jetzt habe ich einfach viel zu lange schon geblabbelt für
die paar Fragen, die ich da hatte. 10 Minuten, meine Güte, das hält ja kein Mensch aus. Respekt, wer sich das jetzt bis zu Ende angehört hat. So, also, das möchte ich gerne von euch wissen und die Antworten könnt ihr mir hier drunter schreiben. Und im Video, das morgen hochkommt, braucht ihr mir dann keine Antworten mehr drunter schreiben, weil die habe ich dann ja hier schon von euch, hoffe ich mal. Sollten dann auch noch Antworten von anderen kommen, ja, weil ich die eben dazu zählen, beziehungsweise dieser Abschaltgeschichte hier, das habe ich in dem anderen Video morgen gar nicht thematisiert, sondern das ist nur hier drin. Das heißt, ihr müsst schon hier drunter eure Meinung sagen. So, jetzt habe ich ja wirklich genug gelabert. Ich hoffe, es ist jetzt alles klar und ihr entscheidet euch wie auch immer. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit was auch immer ihr entschieden habt. Jo, bis dahin, macht's gut, ciao, euer Dreambird. So, jetzt habe ich doch tatsächlich noch vergessen, was zu sagen. Das passiert mir immer, wenn ich sowas mache. Und zwar noch ganz schnell, wenn wir uns für das entscheiden, was ich gerade gesagt habe, mit den Zensierungen, sage ich mal, dann würde ich natürlich für alle, die es interessiert, die entsprechende Szene nochmal vom Bildschirm abfotografieren und euch ja zu sagen in den in der Beschreibung des Videos will ich euch dann Links reinsetzen, wo ihr dann die unbearbeiteten Bilder nochmal sehen könnt für die, die halt keine Zensierung mögen. Und das betrifft mich persönlich sowieso. Also ich hasse Zensierung bis aufs Äußerste. Von daher tut es mir auch in der Seele weh, das machen zu müssen, wenn dann. Aber wie gesagt, ich bekomme ja sowieso das unzensierte Bild zu sehen und ihr bekommt es dann auch zu sehen, wenn ich euch dann die entsprechenden unzensierten Bilder noch irgendwo hinlade und ihr die da aufrufen könnt. Ne? So, das sei noch dazu gesagt. Und jetzt aber wirklich Feierabend. Bis dann, macht's gut, ciao, euer Dreambird.